Willkommen zu einem neuen Video von Queer Stylity. Es ist mal wieder Zeit für ein neues Hashtag aktiv kreativ Video und das Thema für heute durfte sich die liebe Nadine aussuchen und sie hat sich Kartentechniken gewünscht und deswegen zeige ich euch heute, wie ihr ganz schnell und einfach eine sogenannte Double Pocket Card machen könnt. Bleibt dran! Für eine Double Pocket Card braucht ihr ein quadratisches Stück Papier und das legt ihr so vor euch, dass ihr die unbedruckte oder die nicht schön bedruckte Seite nach oben legt und dann faltet ihr das erstmal einmal in der Mitte. Das klappt ihr wieder auf und dann faltet ihr in die andere Richtung. Dann klappt ihr das wieder auf und dann schneidet ihr eine der Talfalten bis zum Mittelpunkt ein. Und dann legt ihr das Ganze so, dass der Einschnitt quasi auf eurer rechten Seite liegt. Und dann holt ihr dieses untere rechte Viereck und faltet die Ecke so ungefähr bis zur Hälfte rein, sodass ihr hier so eine diagonale Kante bekommt. Also dabei möglichst, dass diese Linie hier parallel zur Mittellinie verläuft. So. Und im oberen linken Viereck klappt ihr die Spitze komplett bis zur Mittellinie. So. Und glatt streichen. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt die rechte Seite auf die linke Seite umklappen, dann die obere Seite auf die untere Seite umklappen. Und dann das hier nach hinten klappen, dann habt ihr auch automatisch schon die Karte. Und hier vorne habt ihr diese beiden Einstecklöcher. Das hier müsstet ihr natürlich noch verkleben. Oder ihr könnt hingehen, das wäre die zweite Variante. Ich habe da mal was vorbereitet. Ihr macht quasi genau das gleiche wie gerade eben. Also ihr macht hier dieses kleine Dreieck und hier faltet ihr es komplett. Und dann faltet ihr wieder die rechte Seite auf die linke Seite. Dann faltet ihr aber hier dieses Viereck hinter das Dreieck. Und dann diese überstehende Lasche über das Dreieck drüber. Schön glatt streichen. Und dann hier drauf. Und dadurch habt ihr halt diesen Effekt mit dem Streifen. Wenn ihr es natürlich gerade eben mit der schönen Seite nach oben gelegt hättet, hättet ihr jetzt hier das Schöne und hier das Schöne. Das könnt ihr dann variieren, wie ihr möchtet. Das einzige Problem ist, dabei geht halt dieser Karteneffekt flöten. Aber ihr könnt das entweder quasi als Loaded Tag oder als Goodie Bag verschenken oder ihr klebt das Ganze eben nochmal auf einen separat zugeschnittenen Kartenrolling. Wer sich jetzt denkt, das ist ja schön und gut, aber das ist quadratisch. Auf quadratisch habe ich aber keinen Bock. Das Ganze geht natürlich auch im normalen Kartenformat. Dafür braucht ihr eben ein Papier, das rechteckig ist. Das hier ist jetzt etwas kleiner als A4, aber das Format spielt im Grunde keine große Rolle. Jedenfalls macht ihr hier genau das Gleiche. Zuerst einmal in die Hälfte falten. Dann wieder aufklappen, dann in
die Hälfte falten. Dann geht ihr auch hier wieder hin und schneidet eine von den kurzen Kanten ein. Und dann faltet ihr hier auch wieder ein klein wenig ein. Und hier oben wieder bis komplett zur Mittellinie. Und dann habt ihr auch hier wieder die Möglichkeit, einmal von rechts nach links aufzuklappen, dann von oben nach unten und dann wieder hier hinten quasi die fertige Karte zu haben. Und dann habt ihr auch hier die zwei Täschchen. Oder ihr macht auch hier das mit dem Streifenprinzip. Einmal von rechts nach links umklappen. Dann hier oben das Rechteck nach hinten umklappen. Das überstehende Dreieck auf das bereits bestehende draufklappen. Und dann wieder zuklappen. Und auch ihr, ich kann es euch aber gerade andersrum zeigen. Aber ich glaube, das geht gar nicht, wenn ich schon eingeschnitten habe. Nee, stimmt. Das hatte ich nämlich beim Ausprobieren festgestellt. Also wenn ihr das eben andersrum haben wollt, dass das schöne Motivpapier hier ist, dann müsst ihr das halt anders von vornherein falten. Ja. Jedenfalls, das wären die Variationen. Und ich hoffe sehr, dass ihr damit was anfangen könnt und dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Guckt auch unbedingt bei den anderen Mädels vorbei, was die Schönes an Kartentechniken gebastelt haben. Da ist sicherlich sehr viel Interessantes dabei. Und ja, dann könnt ihr hier wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.